Im Westen gelang es bis zum Beginn des 8. Jahrhunderts, die Berberstämme in Nordafrika zu unterwerfen. Damit reichte das islamische Gebiet bis nach Marokko. Dieses Gebiet war allerdings kaum vom Zentrum aus zu kontrollieren. Ein Vordringen in die Sahara und südlich davon schien wenig attraktiv. Dorthin führte erst eine hochmittelalterliche Expansion. Im Frühjahr 711 setzte der Berber Tariq ibn Ziyad eigenmächtig, also ohne Zustimmung der Umayyaden, über das Meer nach Spanien über. Der König der Westgoten war in dieser Zeit im Norden und konnte sich erst im Sommer einer Schlacht stellen. Tariq, der von Nordafrika aus Verstärkung erhielt, stieß nur auf geringen Widerstand und eroberte schon 711 Cordoba sowie Sevilla und Zaragoza 713. Auch fast der ganze Norden Spaniens gelangte unter muslimischer Kontrolle. Danach wurde der Süden des Frankenreichs in Angriff genommen. 719 kamen die Araber bis Toulouse, 725 besetzten sie Nîmes und zogen die Rhone hinauf. 732 eroberten die Truppen Bordeaux und wurden erst bei Tours von Karl Martel geschlagen. 751 erst gaben die Araber das Frankenreich auf. Die iberische Halbinsel fiel bis auf ein kleines Gebiet im Nordwesten, Asturien, unter islamische Herrschaft. Die Bedingungen auf der iberischen Halbinsel waren für den Islam völlig andere als im Osten. Nur wenige Menschen wanderten aus Arabien zu. Die Mehrheit der Einwanderer waren nordafrikanische Berber. Die islamische Kultur entwickelte eine große Anziehungskraft auf die Bevölkerung, sodass Übertritte gar nicht selten waren. Spanische Christen, die ihren Glauben behielten, nahmen hingegen die arabische Lebens- und Denkweise an. Sie werden von den christlichen Geschichtsschreibern nun Mosaraber, also diejenigen, die sich nicht arabisiert haben, genannt. Im Osten schritt die Eroberung Zentralasiens voran, die allerdings aufgrund interner Konflikte zeitweise auch abgestoppt wurde. Lange blieb daher dieses Projekt unvollendet. 751 kam es zu einem Zusammenstoß mit chinesischen Einheiten. Damit war vorerst die Grenze der Expansion erreicht. In den folgenden Jahren wurde weniger der Krieg als vielmehr die Konversion als Mittel eingesetzt. Für die folgenden Jahrhunderte erstreckte sich der islamische Raum von Zentralasien bis nach Portugal. In Indien hingegen hatte der Islam keine Chance.